Ein alter jüdischer Herr, der hat man erlaubt, unter die alte Sowjetregime zu Israel auszuwandern. Und er kommt zum Zoll in Scheremetjewo Flughafen mit seinem Koffer. Und der russische Zollner, die sehen immer sehr gefährlich aus, aber sie sind voller Komplexe. Sie stehen so und drehen sich um, um nichts zu sehen. Und stehen, ich weiß nicht warum, so, weil es sehr unbequem ist, über lange Zeit. Und dieser Zöllner sagt zum alten Herr, und der alte Herr öffnet, und da findet der Zöllner etwas schwer in Pravda gewickelt, und er nimmt das Papier weg, es ist eine Büste von Lenin. Und der alte Herr sagt, Sie sollen nicht fragen, was das ist, Sie sollen fragen, wer das ist. Das ist Lenin, der uns den goldenen Weg zu Sozialismus gezeigt hat und Paradies auf Erde. Ich werde ihm jetzt, ach, какой сумасшедший кусок. Gehen Sie weg. Und er geht weg mit seiner Büste. Und nach manchen Stunden ist er auf einmal in Ben-Gurion-Flughafen, jetzt mit der Israeli-Zöllner. First of all, good morning, please to open. Findet dasselbe. So, what's this? You shouldn't ask, what's that? You should ask, who is that? Das ist Lenin, dieser Schweinehund. Hat uns schlechte Sachen gemacht. Wir konnten nicht nach Israel emigrieren. Jetzt, dass ich in Israel bin, will ich ihm... Bitte kein Skandal. Und nach mehreren Stunden ist er wieder in sein neues Haus mit Familie, die er nicht vorher gesehen hat. Dazu ein 11-jähriges Kind, der sehr neugierig ist für diesen neu gefundenen Onkel. Und der alte Herr kommt mit seinem Gepäck, tut es runter, nimmt die Hemde, Unterwäsche, Lenin. Und der Kleine sagt, Onkel, wer ist das? Du sollst nicht fragen, wer ist das? Du sollst fragen, was ist das? 8 Kilo Gold.